Hallöchen, willkommen zurück zu Star Wars. Ich habe mich entschieden, wir gehen unten lang. Oben ist zwar ein Schildgenerator, aber da kommen wir auch lang, wenn wir einmal hier den Weg rumcyceln. 5 Gegner. Überraschender Schuss. Ja gut, es ist nicht so tragisch. Wir schieben erstmal ein bisschen. Was hast du denn so drauf? 20 Sekunden schieben für die Frontline. 10 Sekunden schieben für die Frontline, aber mit ordentlich Schaden. Okay, machen wir. Kannst du jemanden töten? Naja, ihn könnten wir töten. Können wir das auch, wenn du deine Sache nicht machst? Eher nicht, oder? Nope. Ja gut, dann töten wir ihn. Autofeuer. Ich glaube, Autofeuer nehmen wir uns mit. Sollen wir dann verteidigen? Ja, komm, wir verteidigen. Und wir schnappen uns das Autofeuer. Okay, also. Mal gucken. Oh, verwundbar. Hört sich nicht so prickelnd an. Mal gucken, wie wir das jetzt wegstecken. 4 Attacken noch hinterher. Ah, 3 Attacken. Sagen wir es mal so. Hm, ist okay. Jo, ist okay. Und das ist auch okay, weil wir mit jedem Schuss wieder Schilde draufpacken. Kann man so machen. Die sind alle schön weit hinten. Okay. Der vordere ist nochmal verlangsamt. Aber das, was bringt, ist die andere Frage. Wir könnten ihn eventuell rausnehmen. Er kommt nur auf den Vorderen. Oh. Du ebenso. Nicht unbedingt. Pass mal auf. Wir markieren den. Ah, reicht nicht. Reicht nicht. Wir leihen uns von Xurx ein bisschen was. Wir nehmen die Scheiße da mal raus. Drecksköter. Ich liebe Hunde. Ja, es sieht immer noch gut aus. Das wiederum ist jetzt nicht so schön. Rachemodus, ja. Ich würde sagen, du verteidigst. Ja, wobei, nein, machst du nicht. Du nimmst den Schuss auf dich. Ist gar nicht mal so schlimm. Dann gucken wir mal. Ich kann eh nur auf den vorderen schießen. Die Wurfklinge. Ah, damit ist er tot. Dann packen wir den Schildgeber auf dich. Oh, er ist auch noch da. Wieso? Ich check das mit dem Rachemodus manchmal echt nicht.
Ja, manchmal echt behindert. Schrecklich. Aber egal. Egal. Rentiert sich nicht, sich drüber aufzuregen. Nope. Das machst du bitte nicht. Na, du kannst hier noch ein bisschen Leben zurückgewinnen. Immerhin 4. Weil nicht mehr, also weil nicht mehr reingepasst hat in sie. Sagen wir mal so. Okay. Ihr wollt. Oh, er braucht 102 dafür. Wow. Das ist echt. Heftig. Dann kriegen wir das eben hier. Oh no! 2 von denen? Wow. Das ist mies. Ah. Ah, du kriegst ihn auch nicht rausgeschoben. Ah, du auch nicht, weil du zu langsam bist. Was mache ich denn dann mit dem hier? Der geht halt auf alle, ne? Ich komme nicht in die Backline. Ja, und sein Abbruchgedöns geht auch nur auf die Backline. Auf die Frontline, sorry. Alter, wir haben echt ein Problem. Das schiebt nur 10 Sekunden, das reicht nicht. Oh oh. Ah, geht nur in die Frontline. Ast rein. Ja, wir müssen das verteidigen. Es hilft nicht. Alter, ist das behindert? Ist egal, ob wir den machen. Das ist eine freie Aktion. Packen wir auf Xurx, denn der hat mich verteidigt. Puh. Oh, das schmerzt. Deswegen mag ich die Kackvögel nicht. Genau. Was wird das denn? Na, warte. Den können wir rausschieben. Den Überfall müssten wir irgendwie verhindern. Was das verhindern? Tanken. Aber geht. Okay, dann nehmen wir hier Rüstung raus. Und zwar aufs Übelste. Oh, es reicht nicht zum Töten? Kann ich den hier nicht? Ja. Okay, das tut zumindest ein bisschen mehr weh. Ja, trotzdem. Hat's. Ach scheiße, das unterbricht uns ja. Hab ich vergessen. Hab ich vergessen. Und der. Oh, fuck, ey.
Wo könnten wir denn jetzt noch ein bisschen. 31, 5, 25? Oh ja. Die machen beide Tichoste. Und beide so früh, dass ich mit niemandem. Das ist sogar auch noch der falsche. Alter. Ich hab's gesagt, ich hasse diese Mopeds. Der steht halt auch nur den hinteren, ne? Auf den ich sowieso nicht klarkomme. Das haben wir auch nichts mehr für. Danke. So, mit dem Himmelschlag nehmen. Na, wir nehmen die Entladung. Einfach, dass hier auch zwei Rüstungen oder ein bis zwei Rüstungen weg sind. Geht! Nur 21 live! Hey! Jetzt können wir jetzt alle auf ihn. Alter, ist er früh dran! Das ist doch behindert! Alter! Das Tolle wird sein, der wird jetzt ganz am Anfang irgendwas machen, was uns alles total zerstören wird. Geht und wir können ihn sogar noch schieben. Schnieke. Musst du noch? Nee, du musst keine Life mehr regenerieren, aber passt schon. Alter, ich hasse diese Vögel. Es hätte schlimmer ausgehen können. Hätte schlimmer ausgehen können, ja klar. Aber trotzdem nervt mich das. 115 Credits, nice. Okay, hier gehen wir auf jeden Fall lang. Was haben wir hier Schönes? Repariert 100% Rüstung plus eine Rüstung. Nice. Dann haben wir gesagt, du kriegst dein Level Up. Du kriegst ein neues Spielzeug. Na, hier. Und dann kriegst du das hier, ja? Ja. Als nächstes sollten wir vielleicht Xux aufwerten. Ganz eventuell. Zwei Aggressor-Boys. Das sollte nicht so schlimm sein. Ich glaube, die stehen beide in der. Im Set. Nein, halt. Nur einer steht. Schon wieder sowas, ey. Wir beide. Okay, einer ist tot. Nice. Das geht. Das geht. Mehr ist nicht so tragisch. Ja, und hier können wir wirklich einfach alles raushauen. Das ist jetzt schon der Todesschuss. Ja, die halten nicht viel aus. Aber er ist wieder falsch angezeigt worden, der Todesschuss. Glaube ich. Ah ne, die Reihenfolge hat sich, glaube ich, geändert. Hm, na egal. Komm, wir steigen hier gleich mal die Stufe auf mit Xurx. Also nächstes Mal kriegt er dann
Gruppenheilung? Nicht Heilung. Gruppenschildregeneration? Permanent Max-Schilde. Nehmen wir jedes Mal mit. Hm, 35% Rüstung reparieren. Ach, das geht auf alle. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auf alle geht. Das repariert ja komischerweise 100% Rüstung, obwohl 50 draufsteht. Nehmen wir mit. Moment, du hattest da Gesundheit heilen. Rüstungsdurchdringung. Packen wir hier einfach mal rein, nur für den Bonus. Nur für den Bonus. Wegen nichts anderem. Schilddiebstahl. Okay. Kann man mal so machen. Na komm, lass mich bewegen, danke. Okay, dann holen wir uns die Kiste. Ein Moped und... Oder? Oder sind es wieder zwei? Oh, scheiße. Aber wenigstens ist hier... Die Pyramiden sind ja cool. Wenigstens ist hier eine schöne... Gegend. Okay. Deine Wurfklinge schiebt nicht. Das hingegen schiebt nochmal extra. Also... Die 20 Sekunden extra schieben zählt nur für Sachen, die auch vorher schon geschoben haben. Oder hätten. Hm. Der steht in der Backline, ne? Oh fuck. Nee, da muss ich den wirklich mit ihm hier schieben. Aber das ist ein bisschen nervig. Missfällt mir, ehrlich gesagt. Es ist auch geil. Überfall ist hier vorne gestartet und es ist so weit hinten. Hm. Na gut. Wir schneiden ihm hier mal die ganze Rüstung weg. Ja, machen wir so. Der Überfall tut nicht weh. Ah, 232, nice. Okay. Schmerzen ohne Ende. Ach, geht auf alle. Okay. Und schnelle Drehung ist auch noch am Start. Auch ein bisschen langsam? Das würde uns trotzdem ordentlich reinhauen. Ja, Problem ist, alle gehen auf alle. Und wir können auch nur ihn hier abbrechen. Machen wir aber. Dann sieht das alles schon ein klein bisschen freundlicher aus. Kann der Rest verteidigen? Schwäche gegen leicht. Hm. Hammer trotzdem hier rauf. Ja, der Rest verteidigt. Das sind zwar keine 40, aber 25% Verteidigung.
geht so. Er rekalibriert. Ein Überfall geht. Der Laserschlag geht eigentlich auf. Der ist schon mal raus. Den... Ha, kriegen wir nicht raus. Scheiße. Ja, dann rambocken wir. In den Laserschlag. Ups. Upsi, da habe ich immer wieder was für übersehen, ey. Typisch. Oh, unsere ganze Rüstung ist abgegrast. Fuck. Echt jetzt? Gut. Wie schaut's aus? Resistenz gegen normal? Na gut, wir haben einen Multi am Start, aber wir schießen erstmal den da in die ewigen Jagdgründe und schneiden hier hinten in die Rüstung. Ja, wenn es eh egal ist, dann nehmen wir doch Pfählen. Ey, nehmen wir doch die Schilde durch. Schnieke. Schnieke. Ja, Überfall passt schon. Dann holen wir das meiste raus. So mit jedem. Na gut, hier können wir noch Dinge rausnehmen. Ein bisschen markiert, noch ein bisschen mehr Schaden raus. Schnelle, wieso kann man den denn nicht mehr... Wieso hat er denn null Schiebedinger? Zum zweiten Mal in Folge, ja? Ist doch behindert. Können ihn auch nicht mal unterbrechen. Das heißt, wir müssten so schnell wie möglich agieren. Er will halt auch nur 9 Schaden machen, beziehungsweise 12. Ja, wir sind zu lahmarschig. Naja, hilft nicht. Da müssen wir nochmal verteidigen. Nervt mich das. Dass der noch mal so durchkommt. Toll. Ey, fick dich. Wir kriegen ihn nicht rausgeschoben, aber so weit nach hinten, dass jeder noch mal ein bisschen Schaden reinhauen kann. Danke, ey. Nervt mich das, dass die hier alle schon wieder aufs Maul gekriegt haben. Aber wieso ist der denn zweimal unschiebbar? Kann man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Hauptsache, wir haben jetzt eine Kiste am Start. Danke.
Stiehlt Armor, Verteidigung, Schaden gegen Schilde. Ja, dann hätte er wenigstens mal einen Blaster. Ja, nehmen wir. Müssen wir erstmal verstauen. Denn ich möchte ja, die Segnung haben. Und hoffentlich kriegen wir noch ein Gerät, was Schildregeneration für die ganze Gruppe boostet. Ja, ein bisschen Cash. Ich glaube, damit warten wir noch. Nicht, dass wir jetzt alles aufmachen und dann das hier irgendwie zugeht. Den mache ich nicht. Den mache ich nicht. Da gehe ich doch lieber erstmal hier hin. Oh, und sicher noch gleich die Kiste damit. Ja, die sind wenigstens schön weit hinten. Ja, weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte. Okay, der ist schon mal tot. Plop, 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 plop. Alles easy. So. Keiner mehr schiebbar jetzt gerade. Dein Donnerschuss kann nur auf ihn gehen. Schade. Du kannst eigentlich. Na komm, mach einfach den. Du Rambockst. Ja, hier hinten. Und du repostest den, der sowieso auf dich geht. Oh, dann haben wir ja noch einen hier. Hey! Geht eh nur in die Frontline. Na dann. Mal gucken, auf wen er dann geht, weil er stirbt auf jeden Fall doch Jens. Nicht ganz so cool. Das kleine Hundibaus ist noch am Leben. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Komm, wir schieben mal. Ja, komm. Den Hund können wir, ja, rausschneiden. Donnerschuss, pff, ja, komm. Ist okay, würde ich sagen. Wie viel segnest du denn? Nur 58. Na, da braucht es definitiv irgendwas, was das boostet. Das Geld nehmen wir. Jetzt wollte ich schon fast die Kiste aufmachen. Das lassen wir erstmal. Ah, da spielt auch noch ein bisschen Kohle rum. Ich muss daran denken, dass ich das beim nächsten Run umstelle. Ist zwar nice, dass wir hier schon gut Geld kriegen. 55, einfach so. Ein bisschen nervig, da mal hin und her zu laufen. Ja, das wird halt auf alle gehen, aber auch nicht schieben. Blindfeuer schiebt, oder? Ja, ist aber auch nur für die Frontline. Alter, wir sind so Frontline-lastig! Das wird uns ordentlich ins Knie ficken. So, ficky die Fuck. 801. Wir leveln zwei Cars. Cars? Chars.
Warte mal, das ist ja gar. Ich hab die ganze Zeit Aya genannt, ne? Siffy. Damn. Puh. Okay. In due time. Er repariert 100% Rüstung und gibt nochmal neue Rüstung dazu. Ja, das kannst du eigentlich. Ja, komm, gib's ihm. Dann reparieren wir auch die Rüstung fürs Herzchen. Naja, wir arbeiten mal ein bisschen aufs Herzchen hin. Angriffe reduzieren Schaden. Schaden plus 10%. Kostet auch so viel. Schaden und Verteidigung. Oh, das bräuchte aber auch. Bräuchte. Das würde auch alles aufbrauchen. Ja, ich möchte eigentlich jedes Herzchen haben. Angriffe, Schwächen, Rüstungsschaden. Das ist so spezifisch eigentlich. Machen wir aber trotzdem mal rein. Warum starrst du mich so an? Das ist irgendwie. Beängstigend? Sorry, aber naja, du bist eben bei der Handelsaufsicht und deine Behörde ist für den illegalen Überfall auf die Simakianer am Zirconium-Kampf verantwortlich. Erstens war der nicht illegal, wir hatten unzählige Durchsuchungsbefehle. Zweitens haben die Simakianer tödliche Krabulaner aus der Schattendimension importiert und als Haustiere verkauft. Sie hatten es verdient. Tja, wenn du es so sagst. Okay, was nennen wir noch? Rüstungsdurchdringung für Zweikämpfe. Schaden gegen Markierung oder. Oh, 25% Gesundheit heilen. Das könntest du nicht auf dich selber machen. Naja, dann. Alter, wir sind alle ein bisschen angekratzt, ne? Ja, mal gucken, wie lange wir das rausschieben können. Mit dem Medkit. Jetzt werden wir erstmal das Ding hier aktivieren. Wir könnten auch hier die Rüstung holen. Oh Scheiße, ich wollte mir eigentlich das Teil holen. Das würde auch noch funktionieren. 1, 2, 3. Dann ist die Rüstungsstation hinfällig. Machen wir trotzdem. Ah, hier nochmal ein scheiß Kreuzritter. Geht mir auf den Sack. Oh nein, Jens ist im Fels. Naja, machen wir trotzdem so. Wenn Chatin das zulässt. Aber natürlich in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann, ciao.